Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skylanders Ring of Heroes. Das Update 1.0.8 ist endlich draußen und wie wir am Overlay hier sehen, hat sich schon einiges geändert. Hier unten haben wir Talente als Menü, was aufgeploppt ist, und hier oben haben wir nun Halle des Chaos, und wie wir oben gerade am Chat sehen, wurde auch ein Dungeon gerade geöffnet. Hat sich einiges geändert. Ich finde, das ist auch schon ein bisschen voll. Wir müssen mal kurz rauszoomen. Ja, dann ist es immer noch sehr übervoll. Also ich finde, das Menü wird langsam sehr unübersichtlich. Aber ja, gehen wir mal direkt in Talente rein. Talente könnt ihr skillen, wenn ihr in der Chaoshalle nämlich die Würfel raushaut. Das können wir mal kurz, ja, gehen wir mal erst in die Halle rein. Ihr könnt hier nämlich bei den normalen Dungeon, könnt ihr diese Würfel hier bekommen, zum Beispiel Schattenwürfel. Dann könnt ihr nämlich bei den Talenten halt Schattendinger skillen. Hier haben wir zwei Elemente, Wasser und Tech. Könnt ihr also euch entscheiden, was ihr da halt wählen wollt, und geht ihr dann einfach hier in Talente rein. Bei Abenteuer und bei Wassertech könnt ihr dann halt auswählen, ob ihr den Tech oder Wasser hier skillt. Bei Leben habe ich schon mal was geskillt, nur um mir das mal anzuschauen. Wir haben das hier auf Level 1 gemacht mit dem Angriff, und so wie das ausschaut, steigt das hier proportional nicht stark, aber je nachdem wie hoch das Level wird, wird es wahrscheinlich immer mehr und mehr. Also dürfen wir uns da auch überraschen lassen. Bei Feuer, ich habe jetzt zwei Dinger schon gemacht, werden wir auch direkt mal den Angriff skillen. So haben wir hier auch direkt 15 Punkte. Und wie wir sehen, sind die Werte, das wollte ich halt nur sehen, ob das halt wirklich dieselben Werte sind. Aber es sind halt dieselben Werte. So, jetzt haben wir hier 10 Talentpunkte. Vorher waren es 5. Das heißt, pro Skill, den ihr hier skillt, habt ihr 10 Punkte. Ihr könnt also euch ausrechnen, 5 Punkte pro Skill, den man skillt, sind das 5 Punkte. Wir haben 2, sind 10. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Skills ihr insgesamt skillen müsst, um auf Max zu kommen. Um das mal zu vereinfachen, sind das 500 pro Ding. Wir haben hier noch zwei weitere, da bin ich gespannt, weil wir haben nur derzeit Abenteuer und Duell. Ich denke mal, Abenteuer wird halt auch die Herausforderung dazu zählen. Also die... Na... Oh, gehen wir mal kurz rein. Ich meinte hier die verzerrten Dimensionen, aber ich denke mal, das zählt einfach mit darunter zu unter Abenteuer. Ansonsten weiß ich nicht, was die hier bei Talente noch hinzufügen wollen. Das sind ja zwei Plätze. Und hier ist halt noch ein kleiner Strich, gut hier oben auch. Mag vielleicht nichts heißen, aber es kann sein, dass man hier nachher weiter nach rechts scrollen kann. Aber nochmal kurz hier auf die Talente. Man muss insgesamt 600 Skills insgesamt upgraden, um halt die 3000 Punkte voll zu kriegen. Erstmal nur ein Abenteuer. Bei Duellen ist es dann auch nochmal, also sind das... Warte mal, 600? War ich grad, doch, 600. Also sind das 1200 Skills. Ja, genau. 1200 Skills, die man insgesamt skillen muss. Also 1200 Würfel braucht insgesamt, um alle Talente hier auf Max zu bringen. Aufrechnen. Ha, ist was Feines, ne? So, in Halle des Chaos ist eigentlich ganz nice. Im Standard-Dungeon habt ihr eigentlich nur ein... bis drei? Ne, drei. drei Bösewichte, die ihr halt bekommen könnt. Das sind Gulper, Chef Pepper und Jumpy Mage. Da ist er. Ich hab den jetzt gerade nicht gesehen. Die sind jeweils 3 Sterne. Wir können auch mal kurz gucken, was die an Skills haben. Eigentlich bin ich eher enttäuscht von denen. Ich habe mir das mal schon ein bisschen angeguckt. Jumpy Mage ist eigentlich nur ein Ersatz für Broccoli Guy. Er heilt und hat gleichzeitig eine HP-Erholung. Wahrscheinlich muss man die aber auch erst skillen. Da ich von denen nämlich jetzt nichts habe, kann ich jetzt nicht extra unter Skills nachschauen. Bei Gulper ist es so, er hat, er greift alle Feinde an, das ist schon mal ganz nice. Gewährt allen Verbündeten, das ist auch ganz nice, Verteidigung ab für eine Runde und erhält zusätzlich Fokus Agro. Aber das ist wahrscheinlich auch alles, was man erst skillen muss, also mit Skillstand erstmal hoch machen muss. Was ich ein bisschen kacke und dreist finde, ist, dass er nach den ersten 5 Sekunden schon auftaucht und dann erst nach 30. Also nach weiteren 30 Sekunden. Bei Champion Match ist es noch ein bisschen krasser. Bei ihm ist es erst nach den ersten 15 Sekunden und dann nach jeder weiteren 60 Sekunden. Bei Pokéliga ist es ein bisschen anders. Das sind jeweils 30-3, so, also der taucht halt alle 30 Sekunden auf. Und Champion Match, das war ein krasserer Heiler, denke ich mal. Aber er taucht halt doppelt so lange erst auf, also nach der doppelten Zeit. Ihr wisst, was ich meine. So. Und als dritten Bösewicht haben wir Chef Pepper. Der greift eigentlich nur an und haut Explosionen drauf. Aber
bei Chef Pepper und da haben wir ja schon ein paar Stücke, also ich zumindest. Können wir mal kurz raufgucken. Aber bei den Skills, und das finde ich ein bisschen verwirrend, vielleicht hätte ich es vorher nochmal auf Englisch stellen sollen, die eben nicht verleiht Explosion für 5 Runden. Sprich, vorher greift er einfach nur an und haut keine Explosion rauf, oder wie soll ich das verstehen? Das müsste man erstmal ausprobieren. Doch bin ich, also ich persönlich, andere hauen ja, keine Ahnung, sehr viel Geld für die ganzen Skill-Pakete raus, aber es gibt wahrscheinlich genug Free-to-Play-Spieler, ähnlich, gut, ich bin kein kompletter Free-to-Play-Spieler, aber ich bin halt zu geizig, mir diese Skill-Pakete zu kaufen, weil es mir zu teuer ist. Und ich denke mal, da gibt es genug Leute, die das ähnlich sehen. Und ich habe jetzt die meisten Steine schon in Pokéliga. Wie ihr sehen, haben wir das jetzt auf 6 geskillt. Es hat sehr viele Skill-Steine gekostet. Und ich werde ganz sicher nicht jetzt noch weitere, da ich eh gerade nur derzeit 3 habe und die ist sowas von selten sind, nicht nochmal extra hier in irgendwelche anderen Bösewichte reinknallen. Nur damit er irgendwelche Skills hat, die normalerweise schon von vornherein drauf sein sollte. Also wenn ich jetzt bei Chompy Mage sehe, oder ne, wie bei Pokéliga, dass ich hier zum Beispiel die Dauerheilung über Runden halt noch drauf machen muss, oder dass er irgendwie, keine Ahnung, die Verteidigung noch drauf macht, oder was weiß ich, dann bin ich da sehr erzürnt. Also ich finde das ziemlich kacke von Come to Us. Die wollen da nur weiter Geld aus den Taschen ziehen und das finde ich sehr, sehr, sehr dreist. Aber gleich zum anderen Punkt, ihr müsst sie ja nicht farmen. Ihr könnt natürlich weiter mit den Bösewichten arbeiten, die wir hier von vornherein schon haben. Bei mir wird es jetzt natürlich immer weiter Pokéliga sein, den haben wir ja schon ein bisschen geskillt, den haben wir auf Max. Auf 6 reicht das hier eigentlich auch, ansonsten bekommen wir hier nur Abklingszeit und Verteidigung ab nochmal ein bisschen. Das braucht man jetzt nicht unbedingt. Wichtig ist tatsächlich bis Level 6, ich werde hauptsächlich Pokéliga, denke ich mal, benutzen. Dann kommt noch i5, den ich auch gerne noch hochhauen würde. Gerade bis Level 8, also die man kann hier die Verteidigung noch runterhauen. Insgesamt wäre das dann halt minus 5, das ist schon ziemlich heftig bei i5. Und natürlich wollen wir den hier auch noch auf 3 bringen, damit er so oft drankommt wie möglich. Und das sind auch nochmal einige Skillsteine. Aber vorher werde ich natürlich erstmal meine ganzen Monster hier oder Skyliner natürlich skillen. Und ja, ich bin da ein bisschen genervt von. Also ich bin da wirklich ein bisschen genervt von, aber muss euch nicht weiter kümmern. Also ihr könnt hier 3 Bösewichte farmen. Ihr müsst natürlich einiges farmen, um sie auf ja 6 Sterne und plus 5 zu bringen. Aber da der Chaos Dungeon oder die Chaos Halle für immer da ist, also es ist halt ein neuer Content, der halt dauerhaft da sein wird, wird das früher oder später eh jeder haben. So, Chaoshalle an sich können wir nochmal drauf eingehen. Wir können jetzt hier bei der Info eigentlich mal alles komplett durchlesen. Denn das ist eigentlich, also das erste hier ist eigentlich das, was man wirklich beachten sollte. Extreme Dungeon können durch bestimmte Zufälle entdeckt werden, während man Chaos und Standard Dungeon besiegt. Durch Zufall, ja. Das müsst ihr immer bemerken. Oder merken. Sehnsteine deiner Wahl erhältst du in extremen Dungeons. Ein entdeckter Dungeon wird mit deinen Freunden geteilt. Durch die Erhöhung von Chaos Level kannst du Chaos schwächen und die Chance erhalten, extreme Dungeons kostenlos zu öffnen. Darauf gehen wir auch noch gleich mal ein. Erhöhe Chaos Level, um mehr Chancen zu erhalten, in extreme Dungeons einzutreten. Das ist das, was ich jetzt gleich noch zeigen werde. So, dann haben wir nochmal Entdeckungsbelohnung. Wenn die Freunde, also umso mehr Freunde bei euch in den Dungeon, die ihr selber entdeckt habe, beitreten und sie abschließen, umso mehr Gold bekommt ihr. Ist jetzt nicht so viel, was man hier bekommen kann, aber besser als nichts, würde ich sagen. Also kriegt ihr nochmal zusätzlich Gold, was ich ziemlich geil finde. So, Chaos Level Effekt. Das ist eigentlich ziemlich geil. Wir sind jetzt nur auf Chaos Level 2 aktuell. Bei Level 3 haben wir schon, dass in der ersten Runde die HP verringert wird. Auf 5. Also auf 3 ist es auf S, also eher gering verringert. Und auf Level 5 wird es auf M dann eher ein bisschen mehr verringert. Das geht bis Level 15 runter, bis Runde 3 dann nachher. Wir haben hier sogar L sogar. Also Level 7 haben wir sogar ganz viel. 9 ist nur S, F ist dann M. Also zweite und dritte Runde wird nicht sehr krass verringert. Also nur S und M. Aber ihr habt dann die Chance auf jeden Fall schneller da durchzukommen. Ich denke mal, nachher wird es auch wichtig sein, dass man da hauptsächlich Burst Damage mitnimmt. Denn ich habe natürlich Extrem Dungeon schon versucht. Oder beziehungsweise schon mal gemacht.
Und ja, ich wurde da schon zweimal in der zweiten Runde rausgeboxt, was ich ziemlich krass finde. Aber ich habe jetzt auch nicht so viele krasse Burst Damage Monster, sag ich mal, dass ich da ja, schnell durchkomme. Was ich cool finde, ist, dass man hier auch Net 5s bekommen kann. Hier zum Beispiel Mysticat. Ansonsten halt, denke ich mal, ist es wichtig, dass die ganzen Net 4s eingesammelt werden. Ich habe jetzt ja auch schon, genau, hier Highwall zum Beispiel. Aber ich habe vorhin Blastzone gehabt. Ich habe Smaller Dash und Blastzone hier jeweils einmal gemacht. Und ja, bei weiteren müssen wir mal schauen. Vielleicht hole ich mir Mysticat, wobei Mysticat mich jetzt nicht so interessiert. Was mich eher interessiert, ist jetzt hier Lytex tatsächlich noch mit weiter zu farmen. Denn Chaos hat nämlich krassen Skill. Wir können ja mal kurz drauf gehen. Nee, weite Runde. Hier, Bluten. Blutungseffekt. Der haut ziemlich in der dritten Runde. Wobei, da sind wir nicht mehr angekommen, aber da hat er Horror. Aber hier in der zweiten Runde, das ist schon ziemlich krass mit dem Blutung. Der haut auf jeden, auf alle Gegner haut er hier zweimal Bluten drauf. Das wiederholt er gerne des Öfteren. Und mit Lytex können wir uns mal kurz mal anschauen. Auf Lytex Lexikon, Licht hier hinten. So, als Leader Skill, warte mal, wo ist denn der? Doch hier. gewährt den Blutungsimmunität-Effekt auf alle Verbündeten im Abenteurer und Herausforderung. Chaoshalle, denke ich mal, wird in Abenteuer mit dazu zählen, weil wenn wir mal hier auf Abenteuer klicken, wird Halle des Chaos natürlich hier oben rechts auch mit angezeigt. Also denke ich mal, wird es mit da drunter zählen. Und denke ich mal, Lytex ist da ziemlich geil, auch wenn es nur für ein Team zählt, aber ja, weiß ich nicht, gut. Lytex da jetzt für ein, ich denke mal, mit komplett Burst Damage würde das auch schon reichen, da komplette durchzugehen. Also Talente, Halle des Chaos habe ich jetzt, glaube ich, soweit erklärt. Nochmal zur Info, hier erhöhe Chaos Level und mehrere Chancen zu in Extrem Dungeon einzutreten. Ich habe jetzt hier Level 2 erreicht und jedes zweite Level, soweit ich das ja verstanden habe, kriegt ihr die Chance, einen Extrem Dungeon zu öffnen. Das machen wir mal eben und ich bekomme... What the fuck? Ich bekomme Astro Blast. Ich bekomme Astro Blast. Wie geil ist das denn bitte? Also ein Licht Net 5 zu bekommen... Also ich denke mal, ich kriege hier meine 30 Mitglieder auf jeden Fall voll. Also Astro Blast ist ja wohl richtig krass. Also ich denke mal, da wird auch einige sehr viel austauschen in der Friendlist. Wenn, also gerade innerhalb der Gilden sagt er, okay, ey, du, ich habe jetzt das, ich hau den da runter, du kommst jetzt drauf, damit du den hier machen kannst, weil ich weiß, du farmst den gerade. Ich bekomme hier gerade Astro Blast. Ich habe nur 3 Stunden Zeit. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. Ich zeige es euch einfach mal, wie krass er da ist. So, ihr habt hier zwei Teams, ähnlich wie im Wunderturm. Habe ich, glaube ich, eben schon gezeigt, ne? Oder? Habe ich nicht gezeigt? Bin gerade etwas verwirrt. Ne, habe ich, glaube ich, nicht gezeigt. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. Wir lassen es im Automodus laufen, aber ich schaffe halt nicht mal die zweite Runde. Aber 5 zu bekommen, ist da eigentlich ganz nett. So ist schon Automodus. Also die erste Runde schaffe ich eigentlich easy. Glaube ich. Also er macht schon jetzt schon gut Damage. Also Extreme Dungeon ist das schon ziemlich krass. Ah, hier bekommen wir Heilungsregel. Oh, Alter. Er geht gerade nur auf Boomer. Wir schauen uns das einfach mal an. Wir schauen uns das dann mal kurz an. Oh. Ja, das Team-Up ist jetzt hier auch nicht so geil. Gut, erste Runde geschafft, aber bei dem Damage werde ich nicht mal die zweite Runde schaffen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, gleich noch zu wechseln, dass wenn, also wir werden gleich Blutung, genau, das ist die Blutung, die ich meinte. Boah, weg. Und wir können jetzt hier mal kurz tauschen, damit Blutung nicht so krass hier drauf tickt. Die Bombe einfach mal runter ticken lassen. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht schaffe ich so die zweite Runde. Aber guckt euch den Damage an. Ich mache, also selbst mit Chain Reaction, der ein bisschen geruht ist. Oh, selbst mit... Das ist krass, ich mache einfach 0 Damage hier. Ja, das ist wieder Blutungsschaden drauf. Theoretisch müsste ich jetzt wieder wechseln, aber ich habe halt den Button gerade nicht zur Verfügung. Wir lassen das aber jetzt zu Ende laufen und so wie das ausschaut. Ich brauche einfach wesentlich mehr Damage für den Extreme Dungeon. Deswegen werde ich, denke ich mal, nach Food Fight jetzt auch aufhören zu farmen und also Monster oder Skylander zu farmen und werde nur auf Runen gehen, denn ich brauche für Chaos Dungeon auf jeden Fall viel krassere Runen, viel mehr Attack oder allgemein mehr Attacker oder mehr Heal, mehr Verteidigung, also allgemein mehr Supporter. Das würde, glaube ich, auch ein bisschen helfen hier.
Ja, das, boah, das ist krasser Damage auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es denn hier in der dritten Runde wird bei Extreme Dungeon. Er ist zumindest wehrlos. Wird mir wahrscheinlich nicht so viel helfen. Könnte jetzt auch mal die Bombe endlich mal raufmachen. Danke. Ja, die Mana-Kosten sind gerade zu hoch. Das Team ist jetzt nicht optimal hier auf jeden Fall für Chaos. Aber da werde ich auf jeden Fall demnächst ein bisschen herum experimentieren und euch dann natürlich dementsprechend auch die Ergebnisse mitteilen. Aber guck mal, wir kriegen ihn gerade mal zur Hälfte runter. Etwas über die Hälfte. Und was natürlich auch noch zu beachten ist, wie wir jetzt hier oben sehen, wir haben Zeit. Wir haben nur eine beschränkte Zeit für Extreme Dungeon. Wir haben, glaube ich, insgesamt 5 Minuten Zeit, ihn runterzuhauen. Und ich hänge gerade mal schon fast 4 Minuten nur bis zur zweiten Runde. Ja, das war es aber jetzt. Nicht mal die zweite Runde geschafft. Also ich brauche auf jeden Fall wesentlich mehr Tech. Ich weiß nicht, wenn ich manuell gespielt hätte, ob ich da wesentlich besser abgeschnitten hätte. Aber gut. Müssen wir auch nicht. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall 5 Stücke von Astroblast. Das freut mich auf jeden Fall. Ich denke mal, für jede Stufe, die wir schaffen, also für jede Runde, kriegen wir 5 Stücke. Also man kann also 15 Net 5 Stücke hier rausbekommen. Und das finde ich eigentlich sehr geil. Also ich persönlich finde das sehr geil. Dass man hier auch Net 5 Stücke weiter rausbekommt, weil das beschleunigt auch einfach den Progress von den ganzen Skylandern. Einige Dungeons werden wahrscheinlich dann einfach ignoriert. Gerade von 3 Sterne. High Vault ist jetzt auch zum Beispiel eins, was ich persönlich nicht so geil finde. Und wird eh nebenbei die ganze Zeit gefarmt bei Boss Dungeon. Und wie ihr seht, ist ja auch 0 von 30. Also ich denke mal, da wird keiner weiter jetzt reingehen. Ist auch gleich zu Ende hier. Also 3 Stunden hatten wir ja die Zeit. Gut, innerhalb von 30... Okay, jetzt müssen wir mal kurz mal darauf eingehen. Innerhalb von 3 Stunden müssen jetzt hier 30 Mitglieder reingehen. Das ist natürlich schon heftig, oder? Oh, hier ist noch Small Letters. Aber hier kann ich nicht mehr reintreten, oder? Ach doch, das zählt jetzt nicht dazu. Ja, ich glaube, ich werde hier gleich nochmal reingehen, aber das mache ich nach dem Video. Small Letters ist natürlich etwas, was ich schnell erwecken möchte. So, das war es jetzt eigentlich zu der Chaoshalle. Und Talente, denke ich mal, haben wir jetzt auch genug gezeigt. Wir können nochmal hier Licht... Ah ja, wir haben ja gerade den Würfel bekommen. Kann man hier mal auf Angriff gehen, ne? Zack. Oder die Würfel, es sind immer 2, die wir mal bekommen. Haben wir geskillt. Super. Jetzt mit 15, genau. Jetzt haben wir 15 Talentpunkte. Das ist übrigens nicht gleichzeitig für das hier, ne? Das müssen wir nochmal extra lernen. Also ist halt nur für Abenteuer. Und da ich eher für PvE bin, also das wird wahrscheinlich ein krasser Unterschied werden hier. Also ich muss jetzt so schnell wie möglich hier alles zusammenfahren, aber... Ich denke mal, hier werden die ersten Unterschiede jetzt nach den ersten 1-2 Wochen bemerkbar sein, dass in der Arena die Leute, die halt hauptsächlich auf Duell gehen, da sehr, sehr krass dominieren werden, die Top 100. Und da werde ich wahrscheinlich sehr schnell rausrutschen, weil ich erstmal auf PvE gehe. Das ist mir wichtiger als alles andere. Und ja, gehen wir nochmal kurz schnell auf Event drauf, denn es gibt ja 3 neue Events. Osa-Event. Ja, so. Und da bin ich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Osa-Event ist halt, gut, hatte ich ja schon beim Update-Predict-Video, was ich ja letztes Mal rausgebracht habe, ja schon gesagt. Bei den ganzen Boss-Stages könnt ihr die Eier zusammenfarmen und wie ihr hier seht, muss ich mal kurz meine Gedanken ordnen. Ich habe gerade so viel schon geschnackt. Genau. Ihr müsst die grünen Eier bei Leben, Luft, Magie, Licht bekommen und habt hier. Wenn ihr 3 grüne Eier bekommt oder farmt, habt ihr 30 Energie. Und wenn ihr 9 gefarmt habt, bekommt ihr 70 Energie. Und diese Rechnung verstehe ich ja einfach nicht. Denn 3x3 oder 3x30 ist ja hier dann 90 Energie und wir bekommen hier nur 70 Energie. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob man beide Belohnungen bekommt, sowohl für 3 Ostereier und 9 Ostereier. Oder ob man nur von 9 Ostereier bekommt. Aber trotzdem finde ich die Rechnung hier ein bisschen kacke. Denn hier stimmt sie auf jeden Fall. 3x5.000 sind 15.000 und wir bekommen für 9 bunte Eier 20.000. Also da ist auf jeden Fall die Belohnung etwas höher. Deswegen verstehe ich die Rechnung hier oben nicht. Aber ich bin da einfach nicht hinter. Wie ihr seht, hier Wasser, Erde, Gespenster, was war das? Müssen wir hier farmen, um die bunte Ostereier, sind eigentlich eher rote, ne? Aber naja, bunte Ostereier zu bekommen. Und hier müssen wir Feuertech und Schatten, um die goldenen Ostereier zu bekommen. Da müsst ihr 6 Stück farmen, um 150 Juwelen zu bekommen. Ich habe heute echt Sprachkasper.
Tut mir leid, Leute. Und ich finde das ein bisschen schade. Ich finde das eigentlich eher ernüchternd, weil das macht man eh jeden Tag. Die sieben, also die Boss-Stages machen, klar, es gibt vielleicht einige, die es nicht machen, die sind jetzt eher gezwungen dazu, das dann zu machen, aber ich zum Beispiel, ich mache das eh jeden Tag und bekomme dafür jetzt nur ein bisschen ein paar mehr Belohnungen. Ist klar, ist nice to have auf jeden Fall, aber nichts, was mich jetzt wirklich herausfordern würde. Dann kommen wir zur Arena und Freundschaftskampf. Shop und der Shop ist einfach nur jetzt hier über Event verfügbar. Da habt ihr nämlich jetzt hier ja alles, was man über die Boss-Stages bekommen kann oder allgemein über die Stages, die man halt auch farmen kann. Die ganzen Element-Stages, also Abenteuer. Und ihr müsst 9 Tage lang farmen. Ich habe das schon ausgerechnet. Es sind 360 Punkte, die ihr insgesamt braucht. Und ihr bekommt 40 pro Tag. Wenn wir kurz hier auf ein Fragezeichen klicken, bekommt ihr 40 pro Tag. Hier steht, denn ihr habt 5 Siege, die ihr in ja jeden Arena, also in der normalen Arena und in der Freundschaftskampf-Arena halt machen müsst. Also 5 Siege müsst ihr schaffen. Dann habt ihr eh schon die Teilnahme fertig und dann habt ihr auch die 40 Tage pro 40 Punkte pro Tag, die ihr hier bekommt. Was ich ein bisschen. Ja. Also ich bin klar, ist wieder nice to have, man bekommt ein paar Seelensteine. Aber das mache ich eh jeden Tag. Also ist wieder nichts, was mich großartig ja, begeistert. Und hier Event 2. Hier habt ihr die Chance, belohnt zu bekommen. Und hier müsst ihr drauf achten. Hier ist ein kleiner Clou, ein kleiner Also ich kann sein, dass es einfach falsch übersetzt worden ist. Aber wenn ich das so interpretiere, wie es da stehe, geht es danach, wer für was alles gestimmt hat und nicht für diejenigen, die tatsächlich genutzt werden. Also wenn ihr zum Beispiel Chain Reaction, Enigma und Nightmare die ganze Zeit ausgewählt, also wenn, sagen wir mal, 99% Chain Reaction, Enigma und Nightmare ausgewählt haben, die als am meisten in der Arena genutzt werden, dann kriegt man Belohnung basierend auf die ausgewählten Skylanders, die man hier in diesem Event gerade auswählt. Und nicht für die Skylander, die tatsächlich am meisten genutzt werden. Zum Beispiel Stealth Elf, Ramshell und Kaboom. Ich denke mal, das sind so die drei, die am meisten genutzt werden zurzeit in der Arena. Ihr kriegt nicht die Belohnung basierend auf die, sondern wenn halt irgendwelche anderen drei Skylander hier ausgewählt werden. Denn hier steht, wir vergeben Belohnung basierend darauf, wie viele Skylander, für die du gestimmt hast, unter den Top 10 sind. Ja, also wenn Chain Reaction, Enigma und Nightmare unter den Top 10 sind und ich die ausgewählt habe, dann bekomme ich dafür die Belohnung, was ich ziemlich schade finde. So viel dazu. Ich finde beide Events ein bisschen ernüchternd, aber gut, das ist meine Meinung. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wie ihr das seht, was ihr zu der Halle des Chaos sagt und wie lange ihr ungefähr schätzt, die ganzen Talente hier auf Max zu bringen. Ich denke mal, pro Tag kann man so 50 Punkte schaffen, je nachdem wie aktiv man ist. Und das Miese, das finde ich eigentlich ziemlich krass, das Miese ist, du musst Abenteuer spielen, damit die Dungeon verfügbar sind. Das ist ziemlich krass. Also man ist tatsächlich gezwungen, Abenteuer zu spielen, um die Punkte hier zu bekommen. Man darf gar keine Runen mehr farmen sozusagen, bis das hier alles auf Max ist. Und ja gut, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Wird das ein bisschen komisch geregelt. Vielleicht wird da noch ein bisschen was gemacht. Aber schauen wir mal. So viel zu mir. Ich hoffe, ich habe jetzt alles hier gesagt. Das war jetzt meine Meinung dazu. Wie gesagt, ist eher. Ich finde Halle des Chaos auf jeden Fall sehr nice. Gerade weil man jetzt die Net 4s und Net 5s ein bisschen schneller bekommen kann. Also ein bisschen schneller hochziehen kann. Talente. Ja, gut. Ich denke mal, wir wären auch ohne ausgekommen. Also, weiß ich nicht, ob das jetzt so einen krassen Unterschied machen wird, werden wir sehen. Ja, werden wir sehen, aber ja, soweit dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ja, wenn nicht, dann nicht. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.